Ach, 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 neuer Morgen, neues Glück. Wir sind fast wieder geheilt, aber auch nur fast. So, kommen wir hier durch? Jawohl. Kommen wir hier runter? Hoffentlich ohne Schaden. Okay. Wir wollen jetzt zu Strauss. Der ist jetzt mal langsam fällig. Der ist, glaube ich, hier irgendwo am Wasser. Da ist er. Was war das gerade eben? Warte mal. Hier ist eine Blume, oder? Ach, da. Und da brüllt irgendwer. So, mein Freund. Mr. Morgan. Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts before we leave, Mr. Morgan. So you'll be joining us in Tahiti? I rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. Dutch tells me we're going to be ranchers. Perhaps, but so far we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan, will you help me finalize our business here? Mm-hmm. This is filthy work. We'll need money in Australia. For cattle and feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. I don't know. Well, here they are. Some fishermen by the name of Davison, Algie Davison, living in a place called Catfish Jackson near Scarlet Meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on debt, you know. Okay. Wo müssen wir denn hin? Kommt bestimmt gleich. Okay, jetzt müssten sie da sein. Da. Kommt dein Pferd oder? Ja, kommt. Und los geht's. Aber bei meinem Glück, ey, bist du nicht, okay. Bei meinem Glück wird es absolut schief gehen, weil es ist ja das Letzte. Was ist das hier? Warum? You think you a lawman? Go to hell! You ain't got no business being here. Holy hell! Okay, der haut schon ab. You better turn heel right now, you hear me? All right. Now empty your pockets. I'll put a hole in your head. I'll happily put a bullet in your head. You're going in the... Ah. Der hat ihn ausgeraubt. Der hat erst zuerst angefangen hier. $3 für eine Handvoll Dollar. Meine Fresse. Naja, gut. Ich war's nicht. Ich hau ihn ab. Oh, das ist so neblig. Echt, ey. Man sieht nichts. Also nicht richtig.
Hirsche oder Rehe oder was auch immer. Hui! Oh. Ein bisschen kaputt gemachtes Fell, aber ist egal. Kann ich mit angeben, dass ich einen bengalischen Tiger getötet habe hier. Nee, was war das? Ein Puma oder ein Luchs? Irgendwas von dem Dreh, ne? Oh. Panther. Ein Panther sogar. Ein Florida-Panther. Ja, komm, Pferd. Ja, alles super. Okay, Feller. Ach, da draußen auf dem Wasser möchte ich auch mal. So, dann müssten wir jetzt gleich unseren Fisherman's Friend haben hier. Ist er irgendwo da unten? Wenn ich Glück habe, ist mein Pferd wieder komplett an der falschen Stelle. Abgeschlossen. Das sieht man nicht alle Tage, dass abgeschlossen ist. Huch. Was haben wir denn hier? Premium-Zigaretten und ein bisschen Alkohol. Zigarre. Kentucky Burger, ich bin voll, ich kann das nicht nehmen. Okay, da muss der irgendwo hier draußen rumlaufen. Sehen wir was mit der... Nee. Vermutlich angelt der irgendwo. Ach, da ist er ja. Er besäuft sich. Hey! You better have a damn good reason for being on my property, mister. Remember that loan you took, Mr. Davison? Well, time's long since up. I'm here to collect. Oh, I should have known. You goddamn bludgeon men are all the same. Sure, I got your money. Every stinking cent. It's in the house. Hell, I'll even offer you a drink. We can toast to never laying eyes on each other again. I got a powerful thirst on me right now. How about you? Well, you gotta be stinking drunk already to do this kind of work. I like doing it sober. You take my money, surely you take a drink off me as well. That would be the mannerly thing to do. Das geht schief. Let's just handle the money first. Worry about manners later, okay? I could be fishing. You were catching flies, you weren't catching fish. Now come on, let's get us that debt. You back so soon, Paul? Someone's here, boy. Paul, wait, what's going on? Don't just stand there. Go fix us a drink. Another one, Paul? Don't give me no talk, boy, just do it. I'll look down here for our savings. Savings? Under the sink? Best place for. Uh-oh. Now where's them drinks, boy? Drinks ready. It's right there, mister. Da ist ein Messer. It's our life savings. Come and take what you owe. Mist. Mist. Na toll, wo ist der Junge? Ist hier was im
doppelläufige Flinte. Halt das ein. Das geht doch schief gerade, oder? Das ist sowas von schief gegangen gerade eben. Hätten wir auch nur umnocken können oder so? Ich weiß es nicht. Was? Gears of War? Tatsache, verdammt. Entschuldigung, eigentlich hatte ich gespeichert. Mist. Schnell mal ändern hier. Danke für den Tipp und guten Abend. So, was haben wir hier? Hatte ich nicht gespeichert? Doch, jetzt müsste es aber, oder? Nee, ist auch egal. Wir haben hier nichts. Das ist sowas von schief gegangen, das Ding gerade. Was haben wir hier? Schrank durchsuchen. Auch nichts. Also zumindest nichts, was wir so mitnehmen können. Und ich bezweifle, dass überhaupt irgendwas ist. Oh, oh. Der Junge ist noch da, ne? Nicht gut. Nicht gut. Was haben wir hier? Zigarettenbilder. Immerhin. Die nehmen wir mit. Da ist noch eins. Okay. Warum? Warum ist es so viel? Auch nichts. Fremde Person. Ach, sind wir unter Bett? Ach so. Son, I want to get out of here, but I can't until I find some money. There's some in my footlocker. I've been keeping it away from him. Ain't that lucky? Okay, also in dem Ding hier oder was? Oder kriegen wir jetzt wieder eins auf den Deckel? Na siehst du. Erfolgreich eingetrieben. Dankeschön. Ja, jetzt ist er ein Sohn von einem Toten, ne? das hat nicht sollen sein. Aber er versteckt sich zumindest, das ist gut. Und wir suchen hier noch ein bisschen rum. Haben wir den eigentlich schon geplündert? Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Ja. So, haben wir hier noch ein. Irgendwas war mit der Tür gerade sehr seltsam. Schubladen durchsuchen. So. Geöffnete Pistolenmunition. Ja, warum auch nicht? Drei Schuss. Da ist nichts. Hier drüben liegt noch was. Warte mal, untersuchen Brief. Lesen. Liebster Nate, ich weiß nicht, wie viele Briefe ich dir schon geschrieben habe, aber ich versuche es immer weiter. Schon das Schreiben allein gibt mir das Gefühl einer Verbindung zu dir, was immer noch besser ist als gar keine. Ich kann verstehen, wie verletzt und wütend du sein musst, dass ich dich einfach so verlassen habe, aber ich schwöre dir, dass ich dich noch immer aus tiefstem Herzen liebe. Ich konnte es bloß keinen Tag länger mit deinem Vater aushalten. Du kennst ja sein Temperament, besonders wenn er betrunken war, was er am Ende ja die ganze Zeit war. Ich habe Arbeit gefunden und wohne jetzt zur Miete in einem kleinen Haus. Wenn du willst, sag einfach Bescheid, dann lasse ich dich herholen und wir können beide von vorn anfangen. In ewiger Liebe, Mama. Vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Wollen wir mit ihm noch reden, falls wir es können? Ich meine, wir haben ihn von seinem Vater befreit, falls er unter seiner Jochte und seiner Fuchtel stand. Mehr oder weniger. So, und noch ein bisschen Munition, das ist gut. Hier ist noch eine Schubsi. Da ist nichts drin. Pass auf, ich versuche mal noch mit ihm zu reden. Aber ich glaube nicht, dass er sich irgendwie überzeugen lässt. Das ist, glaube ich, nicht im Spiel implementiert. Von wegen, du kannst jetzt. Übrigens, du kannst. Ja, ja. So im Sinne von, geh zu deiner Mama. Ich glaube, das passiert jetzt automatisch. Gut, wir haben alles, was wir wollen. Und Nebel haben wir auch noch.
So, und dann können wir nämlich bei nächstbester Gelegenheit die Kohle wieder zurückbringen. Die müssen wir nämlich wieder im Camp abgeben. So, und dann könnten wir nämlich als nächstes, die Mission gleich im Camp machen. So, Bäume. Okay, hat geklappt. Bäume und ich sind richtig dicke. Hä? Was? Was ist das hier? Halt. Nee, nicht Pferd. Ich. Au. Bullshit. Oh. Warte mal, ich brauch Essen. Na. Nicht schwimmen, ist absolut ungünstig gerade mit Schwimmen hier. Alter, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Na. Zielen. So. Habt ihr mein Pferd erledigt? Ist nicht euer Ernst, oder? Was ist hier passiert? Warum diese Armada? Was habe ich getan? Ich bin so bloß Arthur. Mein Level ist hoch hier. Ich bin ganz lieb und nett. Oh, das mit dem Pferd tut mir leid. Satteltasche durchsuchen, okay. Ja. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Auf alle Fälle haben sie es auf mich abgesehen gehabt. Die haben mir gesagt, da ist er. Warum auch immer. Ich tue da sonst keiner Fliege was zu leide. Ich bin hier echt die allerliebste Sau auf dem ganzen Planeten gerade. Hab nur halt ein bisschen Pech. Drück immer die falsche Taste zum richtigen Zeitpunkt. Vor allem, guck mal, was der hier hinten auf dem Wagen drauf hat, ja. Ja, der Schickenbeutel ist online. Was die hier auf dem Wagen drauf haben, das ist ja eigentlich das Krasse da an sich. So, können wir hier plündern. So. Aber wir können die Waffe nicht benutzen, ja? Hier ist eine komplette. Ja, probiert's doch mal, können wir? Neben abgerückter Kettleman. Nein. Nö, können wir leider nicht benutzen, aber. Wir nehmen es einfach mit. Kann ja nicht schaden. Tut mir leid. Was? Warum? Und gleich komplett abmontiert. Ich bin doch bloß über. Warum? Aber komm, das muss jetzt ein absolut perfektes Fell sein. Ich bin einfach bloß rübergefahren. So, komm, perfektes Fell. Perfekt. Schlecht. Ich bin doch bloß drüber gefahren. Ach, da.
Okay. Oh, you think you can run off on me? This is a private matter. Damn, you where you don't belong. Ja. Ja, doch. Ich bin doch da. Ich bin da. Das ist aber sowas von totale Eskalation. Fremde Person entfernen. Im Abendrock, okay. So, wo soll ich sie jetzt sehen? Ich leg sie mal vorsichtig ab. Aber nicht werfen, ablegen. Doch, das muss sein. Doch, hier. Ich mache es doch. Mensch. Ich will doch bloß ins Lager. Thanks, Mister. Ja. Don't know how many times I tried to leave that crazy bastard, but he always came after me. I'm glad he's dead. Ja. Sure. Serves me right taking the first man shines up on me. Nimm den zweitbesten. Und tschüss. Ich wollte gerade sagen, es war ein Pferd, aber nun gut. Tschüss. Achso, der hängt ja. Oh mein Gott. So, was haben wir jetzt alles hier kaputt gemacht? So, dafür kommen wir sowieso hier wieder in die Hölle, ne? Weil wir den plündern. Oder? Ne, diesmal gibt es keine goldene Gürtelschnalle. So, den Wagen können wir vergessen. So, ab ins Lager. Ich will doch bloß ins Lager. Ich will es doch alles abschließen und will doch nur unsere Beute, unsere erpresste Beute dann abgeben. Ich hoffe, es brüllt nicht gleich wieder jemand und braucht irgendwo Hilfe. So ein Samariter-Dasein, ne, das ist nicht das Beste. So, da ist die Quest, die wir noch machen wollen. Ja. Ja, doch. Mensch, immer soll ich das Pferd wegschaffen. Das arme Pferd, das will doch auch irgendwo hin. So, wo muss ich die Kohle hinpacken? Natürlich muss ich sie ganz nach oben schaffen. Ne, Hund? Oh, guck mal, da kommt wer. Na? Ja? A gentleman's business is his own, wouldn't you say, Arthur? Ja. Was haben wir denn hier? $1,000. Punta Urgallo, Nuevo Presa, Javier Escuela, vivo y muerto. Tot oder lebendig? Meine. Die 1000. Was? Die können wir nicht mitnehmen? Wer ist das denn? Ah, okay, ja, das erklärt alles. Das hing schon dran gerade eben. Mit zackigen Schritten. So. Oh, was ist los? Oh, hi, Arthur. Hi. Ach ja, sie ist ja, sollen wir erstmal Schulden abliefern. Ah, und sie unten weint, ne? So, Beitrag leisten. Ah, brauchen wir nicht. Kontrollbuch brauchen wir nicht. Was ist denn los? Was ist denn los? Hi, Molly. Hi. Hi. How you doing? I'm fine. Das sehe ich. Okay. Folks are worried about you, that's all. Whatever you say. Die hängt wegen Dutch wahrscheinlich so ab. Aber gut. Kurz überlegen. Wir brauchen als nächstes das hier. Mary Beth. Mal gucken, was das wird. Und wenn wir das haben, können wir dann rüber zum Brotfresser. Rüber hier nach Saint-Denis. Da drüben. Oh, da ist noch eine neue. Da geht's mit dem dritten Teil. Ich mag ja diese mehrteiligen Quests, ne? So wie die Arcadia-Quest-Reihe mit dem Fotografen. Die fand ich so klasse. So,
Ja, schauen wir mal.